Servus Community, es geht weiter mit Metro Exodus. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, geht es Anna noch viel schlechter wie vorher, nachdem wir den Bären besiegt haben und weitergekommen sind. Hey, ja. Lass die Arbeit mal für einen Moment sein. Komm zum Führerstand. Ja, Christ, ich komme gleich. Ja, und jetzt schauen wir, wie es weiterläuft, ob wir dieses Medikament für Anna endlich finden, um Anna zu retten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst einen Like da und abonniert den Kanal. Bei uns gibt es vieles zu sehen, von Lakeisha Jones, RP, GTA RP auf dem PC, auf dem Server GVMB, GTA RP auf PlayStation 4 von Slenderman und einige andere Let's Plays. So, viel Spaß. Dann schauen wir mal, was der Christ will von uns. Oh je. Ach, keine Sorge, Nasty. Immerhin hast du kein Gas eingeatmet. Das ist nur eine Erkältung. Du bist im Nu wieder weg. Ja. Und Tante Anna? Sie wird auch wieder gesund. Genau. Sobald wir das Medikament haben, wird es ihr besser gehen. Echt jetzt? Da gebe ich dir mein Wort. Also keine Sorge. Also gut. Meine Mama sagt, dass die Spartaner immer ihr Wort halten. Genau. Das ist wohl wahr, Nastja. Völlig richtig. Keine Sorge, Archer. Alles wird gut. Anna ist stark. Olga? Aljoscha hier. Ich melde mich wie versprochen. Ich hoffe, du kannst mich hören. Den Damm und das Staubecken untersucht. Ihr müsst das Tal verlassen, und zwar so bald wie möglich. Zumindest bevor die Regensaison einsetzt. Der Damm hält kaum noch, und wenn er nachgibt, wird das Tal weggespült. Und alles, was übrig bleibt, ist lebensgefährlich. Geht morgen, oder besser noch gestern. Oje. Sprich mit den anderen Mädchen. Sie sollen das Problem beim Rat ansprechen. Selbst die Piraten müssen gehorchen, wenn die es absegnen. Lass mir nur eine Nachricht zukommen, damit ich weiß, in welchen Winkel der Welt ich dir folgen muss, sobald ich zurück bin. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Oder vielleicht bis morgen. Au revoir. Oje, oje. Das Ganze nimmt eine Wendung, die nicht gut ist. Oh, Christ. Geht es ihr? Tja. Nicht gut. Wir haben Neuigkeiten. Anscheinend schlechte. Ja, in letzter Zeit gab es nie gute Neuigkeiten. Keine dazu, oder? Schieß los. Ich denke, das wird kein einfaches Gespräch. Bis heute haben wir gedacht, dass diese Aufnahme von Novosibirsk nur ein Fehler war. Das stimmt. Was ist denn damit? Laut Legende werden verstrahlte Zonen in Grünschattierungen dargestellt, während lila Bereiche Fehler anzeigen. Heute habe ich jedoch etwas Kleingedrucktes entdeckt. Die Sache ist die: Strahlungswerte außerhalb des Arbeitsbereichs des Scanners werden ebenfalls als Fehler dargestellt. Einfacher gesagt, die Strahlung dort kann auch außerhalb des Messbereichs liegen. Wir sind etwa 500 Kilometer von Novosibirsk entfernt. Und die Strahlung draußen ist fast so hoch wie in Moskau. Was Teufel haben die da abgeworfen? Die Aufnahmen sind 20 Jahre alt. Die Strahlung wird heute also nicht mehr so hoch sein, aber trotzdem herrscht in Novosibirsk sehr wahrscheinlich tödliche Strahlung. Jetzt? Das kann ich dir sagen. Artyom und ich werden gehen. Das ist nicht im Sinne des Ordens. Ihr geht gemeinsam. Das ist nicht in Ordnung. Sie ist meine Tochter, seine Frau. Mein Wahn bezüglich der Besatzungstruppen hat sie in diesen verdammten Bunker getrieben. Und Artyom mit seinem Traum, er hat uns aus Moskau herausgezerrt. Also sind wir beide schuld. Ja, hundertprozentig. Trotzdem sind wir der Ort. Wir sind ein Team. Wir sollten alle entsprechend handeln. Wir sollten alle gehen. Diskussion beendet. Dies ist kein Einsatz des Ordens. Das ist ein persönliches Ding von mir und Artyom. Wir brauchen keine Hilfe. Wir wissen nicht genau, wo die Medizin lagert. Sie könnte im Stadtzentrum oder in einem der Labore in Akademgorodok sein. Somit könnte Annas Leben auch in euren Händen liegen.
Yep. Drittens und letztens. Wo auch immer wir hingehen, der Winter kommt. Und wenn die Aurora im Schnee stecken bleibt... Das können wir uns nicht erlauben. Genau. Erinnert ihr euch, was Jermak gesagt hat? Sag es bitte nochmal. Am Stadtrand befindet sich ein großes Eisenbahnmuseum. Dort können wir sehr wahrscheinlich einen Schneepflug für die Aurora finden. Eure Aufträge sind das Durchsuchen der Labore von Akadem Gorodok und das Bereitmachen der Aurora für den Winter. Team, bereitmachen zum Einsatz! Jo. Außerdem wird ab sofort dauerhaft die Strahlung draußen überwacht. Sam, du machst den Anfang. Ich denke, dass die tödliche Strahlung für uns eine gute Nachricht ist. Sie meinen, ich weiß nicht. Weil dann niemand die Drogerien und Krankenhäuser ausgeraubt hat. Genau. Im Gegensatz zu den Städten, durch die wir gekommen sind. Herr Oberst, der aktuelle Stand zu den Anzügen. Ja, wie sieht es aus? Ich konnte nur zwei Stück fertig machen. Siehst du? Die sind für Artyom und mich. Das ist Schicksal. Werden sie helfen? Naja, sie schützen vor Staub. Aber die direkte Strahlung ist dort so hoch, dass sie vielleicht... Ja, kannst du den Schutz verbessern? Jermak hat bestimmt noch Bleifolie auf. Aber die Anzüge sind bereits recht sperrig und schwer. Wir wollen ja auch nicht auf eine Tanzparty. Wie viel Zeit wird uns das verschaffen? Ein paar Stunden. Nicht genug, glaube ich. Besser als nichts. Keine Sorge. Das passt schon. War immer so. Oje, oje. Ich werde die Kabine des Wagens auch mit Blei versehen. Also sollten Sie drin bleiben, solange Sie können. Danke. Dann leg los. Jawohl, Herr Oberst. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Das Risiko ist so groß. Beim Warnpersonal der Hanse sind so viele Leute durch Verstrahlung gestorben. Aber Moskau war nichts im Vergleich zu der Dosis, die sie hier abbekommen werden. Naja. Ach, die scheren sich nicht um Risiken. Du kennst sie doch. Erzähl mir von dem Museum. Wann hast du davon erfahren? Ah, ich war schon immer ein Eisenbahn-Fan. Selbst als ich in der Metro arbeitete. Nach Moskau hatten wir diese experimentelle Einrichtung, wo alle möglichen Eisenbahnsachen ausprobiert wurden. Viele Loks und Waggons endeten dort. Also beschlossen sie, ein Museum daraus zu machen. Die einzig gute Stelle aber in Novosibirsk. Wow, nicht wirklich in der Nähe. Nein. Ja, ganz und gar nicht. Aber trotzdem kam alles dorthin, einschließlich der ungewöhnlichsten Loks aus dem ganzen Land. So etwa 15 Jahre vor dem Krieg wurde das Museum eröffnet. Ich verstehe. Aber warum bist du so sicher, dass sich dort ein Schneepflug findet? Ich weiß es, weil ich ihn von Moskau dorthin gebracht habe. Ein prächtiges Exemplar. Wird dir bestimmt gefallen. Ja. Ja, ganz bestimmt. Ja, ich muss gehen. Tokarev könnte vielleicht etwas Hilfe gebrauchen. Ja, das könnte sein. Na gut, dann werden wir mal speichern. Sicher, sicher. Ansehen sollten, wenn wir schon dabei sind. Wo? Wie? Auf dem Foto ist ein ganzer Bereich unkenntlich. Und sieh dir die Position an. Klar, Akadem Godorok ist eher ungünstig, aber nicht zu gefährlich, wenn wir dort keine Zeit vergeuden. Dieser Bereich allerdings... Siehst du? Klar, das ist nicht das Stadtzentrum, aber dort finden wir allenfalls unser vorzeitiges Ende. Das werden wir noch sehen. Da gibt es nichts zu sehen. Meinst du, der Oberst hat uns dorthin geschickt, weil er das vergessen hat? Natürlich nicht. Das verstehe ich ja. Naja. Ich bin ja nicht blöd. Worüber sprechen wir denn dann? Der Oberst hat gesagt, die Diskussion ist beendet.
Sie haben bereits alles mit Artyom beschlossen. Und das müssen wir respektieren. Und wir müssen daran glauben, dass alles klappt. Weil wir wer sind? Spartaner. Genau. Lass uns also damit aufhören und die Route zum Labor fahren. Schon gut. Hör mal, ich glaube, wir könnten den gefährlichsten Bereich einnehmen. So, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns. Und endlich nähern wir uns Novosibirsk. Einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Das Ganze wird nicht leicht werden. Ich fürchte, das Ganze wird Opfer kosten. Ich hoffe es nicht, aber es kann natürlich sein. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze storytechnisch weitergeht. Und vor allem, was ich echt gespannt bin, ist, wie sich das Karma-System auf das Ganze auswirkt. Wir haben ja dieses Karma-System und man sollte so wenig Unschuldige, also sprich auch Menschen töten wie möglich. Wir mussten aber im Verlauf des Spiels sehr wohl auch des Öfteren zur Waffe greifen und konnten bei Weitem nicht alle nur schlafen legen. Ihr wisst, ich habe es versucht, aber oft war es leider Gottes so, dass die Feinde doch in Überzahl oder massiver Überzahl waren und ja, dementsprechend war es nicht immer leicht. Schauen wir mal, wie es jetzt weiterläuft. Ich denke mir, hier in dieser toten Stadt werden wir es eher mit Mutanten zu tun haben, als mit menschlichen Feinden. Das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Ja, und wenn euch das Video gefällt, wie gesagt, lasst einen Like da und abonniert den Kanal. Es ist auch schon einiges geplant für Ende April mit neuen Let's Plays. Oder Anfang Mai, werden wir schauen, wie genau. Das heißt, es tut sich immer was am Kanal. Und es gibt immer wieder Neuigkeiten auf dem Kanal und neue Let's Plays. Und natürlich auch neue Livestreams. So, weiter geht's. Und da tickt da schon der Geigerzähler. Was sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Tja. Die Wolken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Aber Mutanten. Hundertprozentig. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? Achtmal höher als in Moskau. Und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Natürlich. Mir nach! Sie können auf uns zählen. Danke, Sam. Danke. Scheint hier komplexer zu sein, als wir dachten. Aber die Zeit ist knapp. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Gest, Sam, Idiot und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs statten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch. Aljoscha. Vielleicht gibt es doch. Ich werde mit Tokarev die Aurora bewachen.
Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Na. Tja, legen wir los. Viel Glück, Spartaner. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück, Spartaner. Wir schaffen das. Und wieder geht's ab in die Metro. Ich kann auch nichts basteln mehr. Hast du einen Einsatz, um Tante Anna zu retten? Ja. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte? Na klar. Teddy und ich werden sie bewachen. Hilfst du mir, Teddy? Gefreiter Teddy, Auftrag angenommen. Sehr gut, danke, Nastja. Das hat alles sowas von Abschied, ich weiß nicht, komisch. Habt ihr ein komisches Gefühl bei den Ganzen? Psst, psst, sie schläft. Geht ihr jetzt? Ja. Ja, ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Ja, Katja, mach mal. Und danke für diese Hilfe. Der Anfall ist zu Ende. Ich habe alles getan. Kannst du dir keine Sorgen machen. Die Brust ist kräftig. Sie ist nur erschöpft. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Anna, Anna. Hoffentlich ist das nicht unser letztes Treffen. Einmal noch. Wir werden alles machen, um das Medikament zu bekommen. Ganz klar. Katja, wir werden alles machen und schnell sein. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Komm nur zu. Ja. Viel Glück, Katja. Ja. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. Artyom, das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Arthur. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetragen. Du wirst sie brauchen. Ja, ich bin überzeugt davon. Armbrust Druckluft beschleunigt den Ladevorgang, das ist gut. Ich weiß es nicht, wir haben ja dieses Sniper-Gewehr, das ja grundsätzlich aber nicht schlecht ist, ja. Das ist die da, ja. Die. Omanet-Stadt. Dieser da, weil von der bin ich ehrlich gesagt kein Freund. Die Golddinger, ne? Bulldog. Valve. Dieses Gewehr ist in der Metro. Genau das war nämlich das. Genau und leistungsstark. Weit entfernt, nein, ich brauche irgendwas, was Ratata da macht. Gala schwer gut.
So, die nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Die nehmen wir mit, die ist gut. Und die lassen wir da natürlich. Die Valve. Ja, die nehmen wir mit. Gut, das sollte reichen. Und das sollte vor allem passen. Mit ihm oder darauf? Genau, weil wir brauchen unbedingt eine Waffe, die auch definitiv Schaden macht, wenn das Ziel ganz nah kommt und wir dementsprechend schnell schießen müssen. Ja. Sind wir. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Mhm. Steig auf. Oi, oi, oi. Ich bin gespannt. Komm, Obers. Gehen wir da. Ich überwache die Straße. Die ist bestimmt nicht blitzekack. Glaube ich auch nicht. Viel Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Ich hoffe halt auch, das Ganze wird keine zeitkritische Aktion. Aller 10 Minuten noch Zeit, 5 Minuten Zeit. Sowas macht mich immer total fertig. Hier scheint es ja total ruhig zu sein. Ich fürchte, das wird nicht lang bleiben. All diese Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung, denke ich. Ja, wahrscheinlich. Und keine Besatzungsdruck. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's! Tja, und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Ja, wäre gescheiter gewesen. Lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Artyom. Das kriegen wir hin. Ja. Ich glaube, da können wir durchkommen. Festhalten! Panzer. Auffällig ruhig hier. Zu ruhig, meiner Meinung nach. Ah, da hinten das ist die sind Metro. Aber viele Autos. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Oi. Dann steige ein, bevor irgendwer kommt. Übernimm das Steuer, Artyom. Okay. Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Hier ins Stadtzentrum kommen. Nimm die, aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. Oh, so viel Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Ja. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Ja, jetzt hör auf damit. Ich meine, im Prinzip wäre mir Moskau auch nicht wirklich viel besser gewesen. Verdammt, also gut.
Fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Hier, der Hof zur Linken. Ja. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Geradeaus. Vorsichtig, Arthur. Vorsichtig. Das Wetter wird immer schlimmer. Genau wie die Strahlung. Mann, wo ist dieser scheiß Meter? Nach links. Da, über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Noch ein Haufen Autos. Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Na Gott sei Dank, sonst würde man nicht durchkommen. Zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt ab. Die Filter halten nicht mehr. Na los, auf geht's. Wir müssen uns beeilen, sonst sind wir erledigt. Ja, ist mir schon klar. Wo ist er? Warum bist du so langsam? Mila, komm! Wahnsinn! Alle Gebäude fast intakt, aber... Komm, beweg dich ein bisschen, du machst Hektik und erzähl. Die Stelle. Vielleicht könnten wir hier in die Metro. Ja, ich hoffe. Boah. Sind wir da. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Das ist mal ein Einsturz. Irgendwelche Vorschläge, wie wir in den Tunnel kommen? Durch den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Ja. Schaff mal. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Das kann sein, ja. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Die Metro ist hier tief. Durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die tun wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Ja, super. Dann gibt's auch diese Mutanten und alles. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. So, liebe Community, wie es hier weitergeht in den Tunneln, das seht ihr in der nächsten Folge vom Metro Exodus. Und ob wir das Medikament finden und was sie uns entgegenstellt, das werden wir dann sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.